Hallöchen meine Lieben, ich sehe gerade gar nicht so eine schöne Ansicht, aber ich bin hier am Basteln. Und zwar möchte ich mit euch zusammen wieder Karten gestalten und zwar nach meinem Cardsketch Nummer 1. Mittlerweile habe ich schon 8 Cardsketches angefertigt, das werdet ihr in den nächsten Tagen dann sehen. Die Playlist dazu verlinke ich euch oben und ich habe jetzt zum Beispiel für diesen Cardsketch diese Karte gebastelt und dann habe ich zum Beispiel auch diese gestaltet und heute möchte ich etwas für den Herbst machen. Ich liebe den Herbst wegen diesen bunten Blättern, die überall umherliegen und ich mag auch Weihnachten und Winter, die Zeit. Also ich, so sehr wie ich die Wärme und den Sommer auch mag, finde ich es aber auch schön, dass jetzt endlich der Herbst kommt. Ich weiß nicht, das ist einfach schön. Herbst ist was Schönes und Winter ebenso, wenn dann Schnee liegt. Ne? So, genug gequatscht. Also wir basteln den Cardsketch Nummer 1. Und an dieser Stelle Dankeschön für diese ganzen Benachrichtigungen, wenn ihr jetzt auf Instagram und so mir eure Bilder schickt. Also bin ich sehr beeindruckt und freue mich sehr, dass ihr da so zahlreich teilnehmt. So, ich habe mich entschieden für Herbstpapiere. Diese hatte ich auch für meinen Online-Shop besorgt und habe sie mittlerweile aber alle in Ü-Post und Tauschpost mit reingegeben, weil ich dachte, dass ich das mit dem Online-Shop ja nicht so mache. Nun gut. Gibt es bestimmt dieses Jahr auch neue Herbstblätter oder nächstes Jahr, ist ja nicht weiter schlimm. Also ich habe hier einmal von Craft Emotions und ich weiß immer noch nicht, welche Papiere ich jetzt zum Basteln nähe. Das ist alles so schön herbstlich. Die sind alle so ein Traum. Die sind echt alle so ein Traum. Und dann habe ich einmal diese hier. So, also ich werde hiermit basteln. Ich denke mal, ich werde auch vielleicht 2, 3 Karten basteln, einfach weil Herbst, oh schön. So, ich habe mir im Action Blätter mitgenommen. Die gibt es jetzt derzeit schon. Und zwar habe ich mich für diese Variante entschieden, die so ein bisschen breiter ist und nicht ganz so rot. Es gibt sie aber auch in diesem richtig knalligen Rot und sie gibt sie in so länglich und ich glaube unter einem Euro. Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Ich nehme vom Action dieses Punched Paper. Das nehme ich auch noch dazu. Ich glaube in diesem Farbton. Ich muss mal gucken, wie das harmoniert. Und jetzt habe ich mir noch zurechtgelegt einmal den Kartenrolling und danach möchte ich gleich noch einen Briefumschlag gestalten, weil das möchte ich ja jetzt auch mit anfangen. Und dann habe ich mir jetzt mal einfach so, was farblich vielleicht dazu passen könnte, diese Herzchen. Ich habe jetzt nochmal Schmetterlinge, einfach weil es, aber Schmetterlinge im Herbst, gibt es Schmetterlinge im Herbst? Muss ich nochmal überlegen. Und dann habe ich mir eventuell für das Band unten, dass ich das Goldene nehme. Da muss ich aber gucken, ob das farblich passt. Dann habe ich mir jetzt nochmal hier so einen Bilderrahmen aus Holz. Und ich habe mir jetzt nochmal so Schriftzüge. Muss ich gucken, wie das harmoniert. Es kann sein, dass ich noch was dazu hole. Und ich habe mir die Korksticker dazu gelegt. Und dann habe ich euch alles gezeigt. Habe ich euch alles gezeigt? Ja. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich mache den Schnelllauf wieder ein bisschen langsamer, damit ihr schön nachkommen könnt. Und wie gesagt, schaut euch die Nummer 1 an. Da seht ihr auch, wie ich was gemacht habe und so weiter. Und man kann es sich ja eigentlich auch denken, wenn man jetzt so die Karte hier sieht. Na, meine Guten. So, viel Spaß beim Zusehen und dann gucken wir uns zum Schluss mal das Ergebnis an.
So, meine Guten, das ist meine herbstliche Karte. Hier unten das Schwarze ist mir ein bisschen zu schwarz. Also ich denke mal, wenn ich das nochmal eine herbstliche Karte machen würde, würde ich mir eventuell die Buchstaben ausstanzen oder ich würde es mir stempeln, weil ich habe ja auch einen Herbststempel. Das werde ich dann vielleicht das nächste Mal machen. Ansonsten sagt sie mir sehr zu und vor allen Dingen diese Aufleger. Die sind einfach ein Traum und gefallen mir mega gut. Die habe ich, glaube ich, auch noch vom Kick. Die gab es auch mal im Kick. Also die sind richtig toll und es macht mir so viel Spaß und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir da ein bisschen zuzusehen. Ihr habt gesehen, ich habe mich dann umentschieden und zwar habe ich hier dieses Korkpapier von Folia genommen. Da ist auch hinten drauf, ja, gleich der Klebepad, da braucht man nicht groß was machen. Und ja, seht es als Inspiration. Es kann nicht jedem gefallen, aber ja, man kann es ja mit den Dingen dann umsetzen, die man zu Hause hat und was einem persönlich halt dann zusagt. So, meine Guten, bleibt schön kreativ, werdet schön kreativ und dann sage ich bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Tschüss, eure Katrin.